Im Juni sollte es soweit sein, dann könnten die Sanktionen gegen Iran aufgehoben werden. Es wäre ein Meilenstein. Vor 3 Wochen haben sich der Iran und der Westen auf eine Grundsatzvereinbarung im Atomstreit geeinigt. Fallen die Sanktionen, dann öffnet sich für viele westliche Unternehmen, auch für Firmen aus der Schweiz, ein riesiger Markt. Die Islamische Republik Iran zählt 77 Millionen Einwohner. Flächenmäßig ist das Land 40 Mal so groß wie die Schweiz. Hauptstadt ist Teheran mit 8 Millionen Bewohnern. Vor 10 Jahren betrug das Bruttoinlandprodukt 192 Milliarden Dollar. Bis Ende 2011 verlief die Entwicklung positiv. Das Bruttoinlandprodukt stieg auf 528 Milliarden. 2 Jahre später waren es nur noch 369 Milliarden. Iran leidet unter den Sanktionen. Das Land kann kein Erdöl in den Westen exportieren. Und Iran ist seit 2012 vom internationalen Zahlungssystem SWIFT abgeschnitten. Jeder Fünfte ist arbeitslos. Die Inflation liegt bei 15%. Iran ist nach Saudi-Arabien die zweitgrößte Volkswirtschaft der Region. Iran ist bekannt für seine Ölreserven. Sie gehören zu den größten der Welt. Aber selbst wenn die Sanktionen fallen, werden die Ölquellen nicht von heute auf morgen große Mengen an Öl fördern können. Die Infrastruktur ist veraltet. Schneller ankurbeln lässt sich der Tourismus. Bereits in den vergangenen 2 Jahren verzeichnete das Land steigende Tourismuseinnahmen. Doch das soll erst der Anfang sein. Anna Gossenreiter war für ECO im Iran unterwegs. Es ist das neue, alte Kapital Persiens. Jahrhundertealte Kulturschätze, die Touristen anlocken und viel Geld in die Kassen des Mullah-Regimes spülen sollen. Ein Höhepunkt ist Isfahan, die Stadt der blauen Moscheen und Paläste. Die Nachfrage nach Iran-Reisen ist stark gestiegen. Auch bei Iran Riahi, hier mit orangem Kopftuch. Die Iranerin betreibt seit 21 Jahren ein Reisebüro in Zürich. Sie hofft, der Tourismus blühe bald wieder, wie zu Zeiten des Schah in den 70er Jahren. Einmal in Iran war der Tourismus das zweite Einkommen nach dem Öl. Und wir hoffen auch ganz fest, dass wieder mal so etwas passiert, dass die ganze Tourismusbranche, weil es bringt so viele Bewegungen auch mit sich, Arbeit in alle Bereichen. Das Kopftuch ist obligatorisch, Alkohol verboten. Ansonsten spüren Touristen wenig von der Mullah-Diktatur. Die Hauptstadt Teheran ist kein Touristenmagnet. Ein wüster Bauboom ist Folge der fehlenden Investitionsmöglichkeiten im Gottesstaat. Um ihr Geld vor der Inflation zu schützen, investieren vermögende Iraner in Immobilien. Der Wirtschaftsmotor stottert. Doch nun hat der Wind gedreht. Unter Präsident Rouhani gibt sich Iran kompromissbereit. Sein Tourismusminister Massoud Soltanifar will mit den Touristen der Wirtschaft Schub verleihen. Wegen der unfairen und illegalen Sanktionen, die uns auferlegt wurden, haben wir einen wirtschaftlichen Rückgang. Und der Tourismus ist der Teil der Wirtschaft, der am einfachsten aufzubauen ist. Es fehlt an Infrastruktur. Unterwegs zwischen den Touristenstädten gibt es zu wenige Restaurants und Toiletten. Da will der Tourismuschef massiv investieren. In enger Zusammenarbeit mit Privaten. Diese Raststätte zwischen Teheran und Isfahan bauten iranische Investoren, die dem Regime nahestehen. Hier gibt es alles, was Reisende brauchen. Und Staatsfernsehen dazu. In Touristenstädten wie Isfahan sind Hotels knapp. Priorität hat deshalb für die Regierung der Bau von 4- und 5-Sterne-Hotels nach westlichem Standard. Mit 9 Gesetzen will man ausländische Investoren anziehen. In 10 Jahren wollen wir 20 Millionen Touristen.
Um das zu erreichen, müssen wir die Zahl der Hotels verdreifachen. Dafür brauchen wir ausländische Investoren. Wir haben natürlich auch einheimische Investoren, die sich daran beteiligen können. Ein solcher Privatinvestor ist Morteza Behradi. Der Innenarchitekt hat dieses historische Haus in Isfahan zum Hotel umgebaut. Das Authentische ist gefragt bei Iran Riahis Kunden und generell bei Kulturtouristen aus dem Westen. Wegen der Sanktionen ist es schwierig für uns, Geld zu wechseln. Wir können hier auch keine Kreditkarten gebrauchen. Das ist für die Touristen ein großes Problem. Sie können ja nicht zu viel Geld herumtragen. Am wichtigsten ist für uns, dass jetzt die Sanktionen im Zahlungsverkehr aufgehoben werden. Morteza Behradi hat jahrelange Erfahrung mit der Restauration historischer Gebäude. Er wollte Isfahans Herrenhäuser retten und investierte. Nun gibt der Erfolg ihm recht. Wer hier schlafen will, muss Monate im Voraus reservieren. Die Zimmer kosten zwischen 60 und 140 Dollar pro Nacht. Von der Ruine zur Goldgrube. Der 71-Jährige hat zwei weitere zerfallene Häuser gekauft. Dank dem Tourismus hat er dafür das Geld. Inzwischen sind die Preise massiv gestiegen, denn auch andere haben gemerkt, dass damit etwas zu verdienen ist. Nun gibt es einige, aber ich war der Erste. Die Sanktionen treffen in erster Linie die einfache Bevölkerung. Importiert wird vor allem chinesische Billigware. Die Inflation ist hoch. Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs sind überteuert. Keine Bank darf Geld in den Iran überweisen. Das iranische Bankensystem ist nur für Einheimische. Die Touristen können kein Geld abheben. Iran ist vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Touristen müssen also viel Bargeld mitnehmen. Reiseleiterin Iran Riahi ist zuversichtlich, dass jetzt die Sanktionen endlich aufgehoben werden. Die größte Bürde der einfachen Bevölkerung. Die Leute leiden wirklich sehr viel unter diese Sanktionen und hoffen wir ganz fest, dass bald auch erhoben wird. Die meisten Händler im Bazar umgehen die Sanktionen. Sie haben ein Konto in Dubai, das sich nicht an den Sanktionen beteiligt. So können Kunden die Kreditkarte benutzen. Offiziell kaufen sie damit in Dubai ein. Teppichhändler Shanti bietet den Kartenservice ebenfalls an. Denn kaum ein Tourist trägt tausende Dollars für einen Seidenteppich einfach so in der Tasche. Die meisten Läden haben eine Kontonummer von Verwandten oder einer Firma in einem anderen Land. Wir brauchen deren Kontonummer. Aber weil wir Dollars oder Euros in die Währung des anderen Landes wechseln müssen, verlieren wir nochmals Geld. Insgesamt verlieren die Händler 8-10%. Zudem macht das Vorgehen viele Touristen misstrauisch. Sie kaufen lieber nichts. Unsere Regierung wird die Probleme nicht über Nacht lösen. Aber wir Iraner haben genug Geduld. Noch sitzt die Mullah-Diktatur fest im Sattel und pflegt den Märtyrerkult. Der Tourismus kann die Milliarden, die sich Rouhanis Regierung erhofft, nur bringen, falls die Sanktionen aufgehoben werden. Die Hoffnung auf eine Veränderung ist greifbar. Doch viele Iraner zweifeln daran, ob der Brückenschlag hält zwischen Iran und der westlichen Welt. Bei uns im Studio begrüße ich jetzt Cornelia Meyer. Sie hat jahrelang für die Ölindustrie gearbeitet. Sie führt ihr eigenes Beratungsunternehmen und sie ist viel im Iran unterwegs. Guten Abend, Frau Meyer. Guten Abend. Im Beitrag haben wir gehört, der Iran setzt auf Tourismus, aber natürlich auch auf die Ölindustrie, sitzt ja auf sehr großen Ölreserven. Was braucht diese Industrie jetzt, wenn die Sanktionen dann mal vorbei sind? Diese Industrie ist total unterinvestiert wegen der Sanktionen und die gehen ja sehr, sehr lange schon.
Und deshalb brauchen sie neue Technologie, moderne Technologie. Sie müssen die Raffinerien müssen besser eingestellt werden. Also es wird sehr viele Investitionen. Es braucht auch Ölfirmen, die investieren wollen. Da braucht es sehr viel Geld und sehr viel. Das ist eine kapitalintensive Industrie. Also ein riesiger Nachholbedarf. Wo sehen Sie denn jetzt Chancen für Schweizer Firmen? Wo kommen die ins Spiel oder könnten ins Spiel kommen? Die können sicherlich auch bei der, wenn man die Raffinerien anschaut, diese Raffinerieoptimierung, da kommen Firmen wie eine ABB kommen da ins Spiel. Dann kommt es aber auch bei der Infrastruktur. Ölprojekte haben ja große Infrastruktur. Da gibt es wieder Projekte und vor allem auch die Elektrizitätsindustrie. Das ist ein großes Projekt. Wir haben ja im Beitrag gesehen, man will mehr Touristen. 20% der iranischen Wirtschaft ist Industrie und Minen. Es gibt nicht nur Öl, sondern es gibt nicht nur, auch eine es Industrie. Ist im Mittleren Osten sehr wahrscheinlich die breitest aufgestellte Wirtschaft. Es gibt 23% kommt vom Öl, 50% kommt von den Dienstleistungen, wo der Tourismus drin ist. Und dann gibt es noch Industrie und dann gibt es noch Agrikultur. Also da braucht es sehr viel. Und für die Infrastruktur, sagen wir, eine Firma, die sich mit Beton, also eine Holzim, eine Ammann in Schweiz, auch kleinere Firmen. Kleinere KMUs könnten profitieren. Mhm. Am nächsten Wochenende reist eine Schweizer Wirtschaftsdelegation in den Iran. Worauf müssen Schweizer Unternehmen im Iran achten? Wo sind so die Fallstricke, wo sind die Risiken? Ich würde sagen, sie müssen sicherlich achten auf es ist ein relativ bürokratisches System. Wie geht man mit der Bürokratie um? Wie stellt man eine Firma auf? Wie kann man die Firma dann auch weiterhin? Gibt es genügend auch Elektrizität, wenn man in die Industrie geht? Gibt es genügend Elektrizität? Und dann gibt es natürlich auch die Korruption. Aber da ist es ganz einfach. Wir gehören ja der OECD an und da gibt es eine Antikorruptionsbedingung und der hält man sich einfach an. Mhm. Viele Firmen werden sich allenfalls auch nach Aufhebung der Sanktionen noch zurückhalten, weil sie vielleicht Angst haben vor den USA, dass sie Probleme mit den USA bekommen könnten. Glauben Sie da, das wird sich dann doch mit der Zeit auch in Minne auflösen? Ich würde sagen, es kommt jetzt darauf an, kriegen wir wirklich ein Abkommen hin? Wenn wir das Abkommen hinkriegen und wenn der Kongress und der Senat, die ja beide eigentlich republikanisch sind, das unterschreiben, dann sollte es so aufgebaut sein, dass man da weiterarbeiten kann. Und sicherlich dann wäre es auch für unsere Finanzindustrie, gerade die Versicherungsindustrie, sie müssen ja Pensionskassen aufbauen und solche Dinge, die haben auch Möglichkeiten. Und auch dort. Großbanken, UBS und CS könnten dort neue Geschäfte finden. Sicherlich. Und gerade die schönen Project Financing Abteilungen könnten da sicherlich schöne, gute Projekte finanzieren. Ganz zum Schluss noch mal zum Tourismus. Könnte es auch sein, dass die Iraner Interesse am Tourismus in der Schweiz haben, also Interesse haben, in die Schweiz zu kommen, dass die Schweiz hier auch profitieren könnte. Ja, aber das wird sicherlich eine gewisse Oberschicht sein, weil gegenwärtig ist, dass das Durchschnittseinkommen pro Kopf, das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist $5.700. Damit kommen Sie in der Schweiz einfach also nicht sehr weit. Also die große Schicht wird nicht kommen, aber allenfalls. Aber wissen Sie, es gibt auch sehr viele Iraner, die in der Diaspora leben, die vielleicht zurückgehen und die sicherlich zurückgehen werden und die dann wirklich sehr, sehr gute Firmen aufstellen werden und sehr reich werden. Die sind jetzt schon reich, die kommen dann bestimmt. Gut, also es gibt große Chancen, aber immer vorausgesetzt natürlich, dass die Sanktionen dann wirklich aufgehoben werden. Besten Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio, Cornelia Mayer. Herzlichen Dank, Herr Lipp.